Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing von diesem Paket hier. Ich habe nämlich bei Reba bestellt ein paar Bücher, Filme, Serien, Nintendo-Spiele. Und ja, das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch aufmachen. Ja, wenn man es aufmacht, schaut es so aus. Und ich zeige euch jetzt die Sachen. Also drei Bücher, eine Serie, ein Film und zwei Nintendo DS-Spiele. Das ist mal der erste Pack. Da ist mal der Film drauf. Ich liebe diesen Film. Den habe ich im Kino gesehen. Ich habe so geheulen müssen, weil es schöne Momente waren, traurige Momente. Ich liebe den Film. Ich liebe auch den Hauptdarsteller. Und es geht auch um Liebe. Der Film heißt I Still Believe, eine Liebe kann dein Leben verändern. So sieht er aus, da spielt der Keiichi Appa von Riverdale mit und ich mag ihn richtig, richtig gerne, den Schauspieler. Ich mag auch super gern, wie er singt und es geht halt auch darum, dass er singt. Ich lese euch kurz vor, was da drauf steht. Keiichi Appa, der Star der Serie Riverdale, in einer wahren Geschichte über die Kraft der Musik, den Glauben an die Liebe und die Macht des Schicksals. Der aufstrebende junge Musiker Jeremy verliebt sich Hals über Kopf in die bezaubernde Melissa. Doch ihr Glück scheint nur von kurzer Dauer, denn Melissa erhält eine schreckliche Diagnose. Durch Jeremys Musik schöpft das junge Paar immer wieder Kraft, sich gegen das Schicksal zu stellen. Ihr gemeinsamer Lebensmut scheint alles überwinden zu können. Doch ist ihre Liebe stark genug, den Weg bis zum Ende gemeinsam zu gehen? Ergreifendes Romantik-Drama, sagt Bravo. Und die Freundin, das ist die spielt, also Britt Robertson spielt die Freundin. Die ist ja auch eine richtig gute Schauspielerin, meiner Meinung nach. Ich mag sie sehr gerne. Genau, und ich liebe diesen Film und ich muss ihn mir unbedingt bald wieder anschauen. Dann das Buch, was ich euch jetzt zeige, das kennen wahrscheinlich so gut wie alle. Oder zumindest den Film. Ich habe weder die Filme gesehen, noch die Bücher bisher gelesen. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach mal den ersten Band. Und zwar geht es darum, also geht es um das Buch 50 Shades of Grey, den ersten Teil, Geheimes Verlangen. Ja, sieht so aus. Mehr als 100 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Ich lese es trotzdem kurz vor, was hinten drauf steht. Als die junge Literaturstudentin Anastasia Steele einen Interviewtermin mit dem jungen Unternehmer Christian Grey hat, trifft sie auf einen attraktiven, brillanten, aber auch einschüchternden Mann. Die ahnungslose, unschuldige Anna stellt verblüfft fest, dass sie diesen Mann will und trotz seiner düsteren Unnahbarkeit verzweifelt versucht, in seine Nähe zu kommen. Christian ist es unmöglich, Annas Schönheit, ihrem Geist und ihrer unabhängigen Persönlichkeit zu widerstehen. Und auch er will sie, aber zu seinen Bedingungen. Gleichermaßen schockiert wie erregt von Christians besonderen erotischen Vorlieben, zögert Anna. Hinter der Fassade des Erfolgs sein, multinationales Unternehmens, sein ungeheurer Reichtum, seine liebevolle Familie, verbirgt sich ein Mann, der von seinen Dämonen gejagt und von dem Bedürfnis zu kontrollieren verzehrt wird. Als das Paar eine gewagte leidenschaftliche Affäre beginnt, entdeckt Anna Christians Geheimnisse und erkundet ihre eigenen dunklen Wünsche. Ja, ich bin einfach schon mega gespannt darauf, einfach weil das so gehypt ist und deshalb habe ich mir gedacht, ich gönne mir jetzt mal das Buch. Es ist eh relativ dick, also wie viele Seiten hat es? Es hat 601 Seiten, also sehr dick meiner Meinung nach. Ja, ist wie gesagt der erste Teil und wenn er mir gefallen sollte, dann kaufe ich mir auch den zweiten und vielleicht dann auch den dritten und die Filme vielleicht auch. Mal schauen. Das ist das eine Spiel, das ist irgendwie, da ist kein Cover oben. Deshalb war ich gerade sehr verwirrt, was das sein soll. Aber innen ist dann das Spiel. Ich hoffe, es funktioniert auch. Es heißt Let's Play Schools. Kann ich halt jetzt nicht viel dazu sagen, weil, wie gesagt, die Hülle halt nicht drauf ist. Und das andere Spiel ist Jewel Master Cradle of Egypt. Ja, ich mag halt solche Match-Spiele.
Und ja, das schaut auf jeden Fall so aus. Und hinten so. Ja. Ägypten, die Wiege der Zivilisation. Erschaffen Sie eine jahrtausendealte Zivilisation neu. Steigen Sie vom Bauern zum Priester oder gar Pharao auf. Errichten Sie die Pyramiden, die Sphinx und 18 weitere Monumente. Vertauschen Sie zwei benachbarte Spielsteine, um so Reihen aus drei oder mehr gleichartigen Steinen zu bilden. So erspielen Sie Nahrungsmittel und Rohstoffe, Juwelen und Gold zum Aufbau Ihrer Zivilisation. Errichten Sie 20 monumentale Bauwerke. Match-3-Game mit neuen Bonuswerkzeugen. Einfacher Einstieg und verschiedene Schwierigkeitsgrade. Erleben Sie 100 neue Levels. Ist von 2009, steht drauf. Wie gesagt, ich mag solche Match-3 oder Match-4 oder was auch immer. Spiele sehr gerne und habe mir gedacht, ich hole mir halt einfach auch mal für Nintendo DS sowas. Statt es am Handy haben zu müssen oder so. Ja, und dann habe ich hier nochmal drei Sachen. Und zwar zwei Bücher und eine Serie. Und zwar hier habe ich lese ja momentan die Reihe der Erinnerungen, 17, die Buch der Erinnerungsteile. Und mir hat der vierte Teil noch gefehlt. Ich meine, ich bin erst im zweiten. Aber ich wollte den vierten unbedingt auch schon haben. Und ja, der sieht halt so aus. Der erste ist blau, der zweite ist grün, der dritte ist rosa und der vierte ist jetzt eben gelb. Ja, ich liebe das Cover und ich will jetzt gar nicht lesen, was hinten drauf steht. Ich will jetzt mal Teil 2 fertig lesen, bin ich glaube ich eh bald fertig. Und dann, ja, ich liebe diese Reihe jetzt schon. Also, und zu der Reihe wollte ich noch sagen, es geht halt darum, dass ein Mädchen in die Erinnerungen anderer Leute reinschauen kann, sie auch manipulieren kann oder beeinflussen kann, sie verändern kann. Dann gibt es eine Jägerschaft, die Seherinnen eben jagen und töten wollen. Und gleichzeitig ist es aber auch eine romantische Story. Also es ist beides. Es heißt auch Romantasy, die Reihe. Steht hier hinten, der vierte Band der erfolgreichen Romantasy-Reihe. Ja, I love it so much. Dann das letzte Buch ist Evernight, der erste Teil von Claudia Gray. Sieht so aus. Und hinten steht drauf: Twilight-Fans aufgepasst, die Story in Evernight hat garantiert genauso viel Biss. Als ich Lukas kennenlernte, war ich davon überzeugt, er sei der einzige normale Mensch in meiner Umgebung. Dabei hat er ein Geheimnis, das nicht nur alles auf den Kopf stellt, woran ich glaube. Es könnte auch meiner Familie und allen, die ich kenne, den Tod bringen. Jo, bin ich auf jeden Fall super gespannt. Meine beste Freundin liest gerade diese Reihe. Und dann habe ich es auf Reverb einfach gesucht und dann habe ich mir gedacht, so, okay, dann kaufe ich mir das auch gleich dazu, weil es halt echt gut geklungen hat, was ich so im Internet gelesen habe darüber. Vielleicht sogar schneller als geplant. Ich habe so viele Bücher, die ich noch lesen möchte, aber vielleicht ist das doch eins der nächsten auf meinem Sub. Und jetzt noch die Serie. Und zwar ist das die komplette zweite Staffel von Brothers and Sisters. Ich liebe diese Serie. Ich suchte sie gerade so sehr. Also ich habe jetzt eben die erste Staffel und jetzt wollte ich unbedingt schon die zweite Staffel, damit ich dann gleich anknüpfen kann. Die sieht auf jeden Fall so aus. Freundschaft und Familie und alles dazwischen. Willkommen in der Familie. Erleben Sie leidenschaftliche Dramen, die bereits die Herzen von Fans und Kritikern in aller Welt erobert haben. Eine herausragende Starbesetzung mit Sally Field, Rachel Griffiths, Patricia Wedding, Rob Lowe und Calista Flockhart. Messerscharfe Dialoge und jede Menge Emotionen sorgen in der kompletten zweiten Staffel von Brothers and Sisters für Unterhaltung pur. Werfen Sie einen Blick hinter die Fassade einer typisch untypischen amerikanischen Familie und werden Sie Zeuge der Liebe, Intrigen und persönlichen Triumphe des Walker-Clans. Alle 16 Episoden der zweiten Staffel und exklusives Bonusmaterial begeistern in diesem einmaligen 5-Disc-DVD-Set. Und ich finde es auch richtig cool, dass da dann immer dabei sind die Pannen vom Dreh, weil die sehe ich am liebsten mir halt an bei den Extras. Ja, das ist immer so lustig zu sehen halt für mich. Und ich bin ja ein riesen Fan von Justin. Der heißt Dave Enable in echt. Für alle, die ihn googeln wollen. Ja, ich
Er ist so cool. Also nicht, dass ich jetzt, er ist kein Celebrity Crush oder so, aber ich finde ihn halt einfach richtig cool, die Rolle und so und wie er spielt und ja. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingscharakter aus der Serie. Ja, da hinten haben wir noch ein paar Bilder. Jo, genau. Und ich liebe es so sehr und ich freue mich mega, die anzuschauen. Und ja, und das war's dann auch schon mit dem Paket. Es ist leer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über alles, was ich bekommen habe. Ich finde es ein bisschen komisch, dass auf dem einen Spiel eben nicht mal ein Cover oben ist. Aber gut, solange es funktioniert. Weil ich habe einmal eins bestellt, auch von Rebuy. Das funktioniert nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber alles andere schon. Ja, bis jetzt hat eigentlich alles, war immer alles funktioniert. Also es hat bis jetzt alles funktioniert, was ich bei Rebuy bestellt habe. Ich habe ja doch jetzt schon öfters bestellt. Außer dieses eine Nintendo DS-Spiel eben, was ich jetzt gerade erwähnt habe. Aber ja, sonst war ich eigentlich immer zufrieden mit den Sachen. Und ja, genau, das war es jetzt wirklich von mir. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!